Guten Morgen! Guten Morgen! Aus dem Lisa! Aus dem Alex! Aus dem Kuchen! Vielen Dank! Das haben wir beim Jugendschützenzeitler. Das ist alle Jahr und da haben wir einen März hat. Für Spiel und Spaß ist gesorgt und wir lernen allem wieder neue Freunde aus dem ganzen Land kennen. Der Jugendschütze ist ein Jugendlicher zwischen 10 und 16 Jahren, was in die Reihen von der Schützenkompanie in Südtirol Mitglied ist und mitmarschieren darf, natürlich. Ich glaube, jeder, der was mit Kindern zu tun hat, weiß, dass die alle ihren eigenen Grund haben, erstens. Also kein Kind lässt sich irgendetwas aufzwingen oder aufdrängen, weil wenn sie einfach nicht mögen, dann tun sie es einfach nicht. Ich meine, jetzt sehen wir da beim Zeltlager auch, du kannst niemanden zwingen. Beim Lagerfeuer werden allen wieder Sagen erzählt, das ist so hetzig. Und es ist fein, einfach allein mal zu ihr zu hucken und zu ratschen. Ja, du bist halt mit den Kollegen und es ist ja ganz toll, dass man es in Gruppen einteilt. Dann kannst du andere Leute kennenlernen. Das ist ganz toll. Bei den Ausrückungen sind wir allen wieder vorne dabei. Bist nicht du der was da einmarschiert? Ah ja, ich weiß schon. Ja, auf der rechten Seite. Was wir wollen, ist, dass ihm eine Heimatliebe beigebracht wird, dass ihm eine Kameradschaftlichkeit beigebracht wird, dass sie wie ein Auge gefangen werden. Und ich glaube, halt kriegen wir uns gut hin. Wir täten uns freuen, wenn es alle am 6. Mai um 15 Uhr bei der Premiere im Filmtreff Kaltern kämpfen.